Die Welt ist so stabil wie eh und je. Doch wie stabil ist eigentlich unser FC Basel? Vater Grad hat es genau wissen und hat am Murat Yakin beim Training über die Schulter gegüchselt. Bald wird die Mannschaft vom FC Basel hier eine spezielle Trainingseinheit absolvieren. Vorher hat aber der Murat Yakin noch Zeit gefunden, zu ein paar brennenden Fragestellungen zu beziehen. Nach dem Abgang von Thorsten Fink hätten sie wohl die meisten Fans mit offenen Armen empfangen. Ja gut, das wäre nicht so schlimm gewesen. Wieso nicht so schlimm? Ja, wegen mit offenen Armen empfangen. Nein, ich meine, die meisten Fans hätten sich auf sie gefreut. Ah, gut. Nachdem ja der sehr beliebte Trainer Heiko Vogel entlassen worden ist, hat die ganze Sache schon wieder anders ausgesehen. Ja gut, wissen Sie, mir ist das alles, was in den Medien gestanden ist, nicht aufgefallen. Ich habe mich nicht um meine Wenigkeit gekümmert, sondern sofort auf die Mannschaft konzentriert und mehr an die Arbeit gemacht. Weiter ist aufgefallen, dass Sie von Anfang an markante Mannschaftsumstellungen durchgesetzt haben. Hat das Hand um Fuß oder ist das irgendwie nur eine Trotz- oder gar eine Stolzreaktion gewesen? Ja gut, ich habe es ja vorher schon gesagt. Jetzt hat doch aber der FC Basel eine horrende Summe für den Mohamed Salah ausgegeben und sie lassen ihn kaum spielen. Der Mohamed Salah ist ein sehr netter Spieler, aber er versteht mein Spiel einfach noch nicht. Dann setzen Sie in dem Fall nur als Joker ein? Das ist sehr wertvoll für uns, aber ich weiss, was Sie meinen. Darum habe ich auch das Spezialtraining angesetzt. Ein Training nur für den Salah? Wir sind alle Spieler wichtig und so kommt die Mami auch wieder ein bisschen raus. Sie kommt dann zuschauen? Am besten, sie schauen ein bisschen zu, wie so ein Training vor sich geht. Mama! Mama! Zuerst jonglieren! First Jonglage! Achtung! Mama! Nicht aufs Goal. Not make a goal. Sehen Sie, er versteht mein Spiel nicht. Ja, und was machen Sie denn jetzt? Jetzt muss er ein bisschen aufs Goal schießen. Mami, bist du bereit? Also Mama, nur schießen. Only shot. Like this. Super, Mami. Jetzt du, Mama.